Lasst uns wieder bei Hot Wheels ein kleines bisschen um die Wette fahren. Ja, willkommen zurück zu Hot Wheels Unleashed. Hot Wheels City Rumble geht weiter. Nachdem ich letztes Mal ja eine richtig coole Belohnung bekommen habe, gibt es nur noch eine Sache, die wir machen können hier aktuell. Es ist tatsächlich so. Ich kann nur eine Sache machen, das hier. Was krieg ich dafür? Warte mal, ich muss kurz gucken. Ich krieg eine neue Tür, Alter. Press Start, klar. Mhm. Wie viele Menschen werden bei dieser Tür, wenn da steht Press Start und dann eben dieses Zeichen ist, da drauf drücken, um zu versuchen, die Tür aufzumachen, anstatt den Henkel zu bedienen? Da trennt sich die Spreu vom Weizen, oder? Diejenigen, die zu doof sind, eine Tür zu öffnen, und diejenigen, die einfach nur gutgläubig sind und denken, okay, dieser Mechanismus ist wirklich anders. Also die Tür finde ich cool, auf jeden Fall. Gut, wir spielen heute mit unserem neuen Kart. Wo ist es denn? Oh. Hier hinten. Da. Oh, oh, oh. Bad to the Blade. Der sieht schon krank aus, ne? Ich glaube nicht, dass ich mit dem irgendwas kann. Ich glaube nicht, dass ich mit dem irgendwas kann. Aber ich hoffe das Beste. Worüber wollen wir heute reden? Ich habe mir überlegt, wie wäre es über das Thema, hier geht es ja um Autos, um Schnellfahren, ne, und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, ein großes Thema, was aktuell in Deutschland existiert, ist das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Es gibt aktuell, für diejenigen, die es nicht wissen, eine Richtgeschwindigkeit in Deutschland. Damit sind wir das einzige Land, glaube ich, in Europa, vielleicht sogar weltweit, das eine Richtgeschwindigkeit hat. Heißt, wenn kein Verkehrsschild auf Autobahnen da ist, wo eine Geschwindigkeitsregelung besteht, dann ist dort an dieser Strecke 130 Richtgeschwindigkeit. Du kannst also, du solltest 130 fahren, musst es aber nicht. Und das soll abgeschafft werden. Viele Politiker äußern sich dazu, dass sie das abschaffen möchten. Diese Richtgeschwindigkeit und eine richtige Begrenzung, eine richtige Geschwindigkeitsbegrenzung reinbringen wollen. Und, Alter, ich gehe aber richtig ab, du. Holla die Waldfee. Also, das ist ganz schön bad, du, was ich hier mache. Oh, Alter. Ja, okay. Und das war jetzt richtig bad. Im Sinne von schlecht. Entschuldigung. Also, was halte ich davon? Ganz ehrlich? Ich glaube, mir wäre es egal. Weil mittlerweile ist es in Deutschland schon so weit getrieben. Dass Richtgeschwindigkeiten eigentlich total irrelevant geworden sind. In den meisten Autobahnstrecken gibt es Baustellen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen oder sonst irgendwas. Also ist eigentlich. Oh Gott, oh, ist eigentlich also scheißegal, ob man eine Richtgeschwindigkeit hat oder nicht. Die haben sowieso eine Begrenzung in irgendeiner Art und Weise. Es ist wenig, was du heutzutage noch auf deutschen Autobahnen mit über 130 fahren kannst. Ich fand es nur interessant, man hat mal einen Test gemacht. Man hat mal einen Test gemacht bezüglich Gleichstellung der Strecken. Also man ist die Strecken gleich gefahren. Einmal mit Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 und einmal eben ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Also überall da, wo eine Richtgeschwindigkeit war, ist derjenige, der gefahren ist, irgendwie 200 gefahren oder irgendwie so. Irgendwas so um den Dreh rum. Und ganz ehrlich, ich habe mir schon gedacht, dass das schon Auswirkungen hat. Und es war tatsächlich so, diejenige, die, ich glaube, das war, nee, ich glaube, das war er, der mit Richtgeschwindigkeit, mit 130er gefahren ist, der hat ordentlich Sprit gespart. Ich glaube, das waren effektiv gesehen 20 Euro am Ende des Tages, wo der wirklich Sprit sparen konnte. Und diejenige, die eben mit Richtgeschwindigkeit gefahren ist, nice. Und halt eben mit teilweise 200, die hat halt, ja gut, die hat den Sprit schneller verbraucht. Sie musste halt irgendwann auch mal tanken gehen bei der Strecke. Er hätte nicht tanken gehen müssen, aber gut, irgendwann halt dann schon mal. Und wieso fahre ich jetzt gerade so komisch? Ich will Erster werden! Das Auto fährt sich cool. Doch, definitiv. Ja, also es war genau so, wie ich es vermutet hatte. Richtgeschwindigkeit. Oh, Alter! Verbraucht mehr Sprit. Und ist nur minimal schneller. Ach du Scheiße. Richtgeschwindigkeit ist nur minimal schneller gewesen. Ich glaube, man sagt 20 Minuten am Ende. Oder eine halbe Stunde. Wie die Frau, die teilweise 200 gefahren ist, eben das schneller hingekommen hat.
Aber Zeit ist halt auch Geld, ne? Zeit ist ein wichtiger Faktor. Schnell die Spinne. Ja, nice. Schön die Spinne weggedrängt. Ah, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren, bevor ich jetzt wieder weiterquatsche. Ich will nämlich zumindest mal die Strecke als Treppchensieg verbuchen. Oh Gott. Ui. Okay. Okay, warte. Oh, erster wäre noch cool. Alter. Ah, der hat auch zu viel Boost. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich mach Fehler. Oh, scheiße. Gerade noch so Zweiter. Okay, damit bin ich ja eigentlich zufrieden. Aber es hätte Erster sein können. Das Auto fährt sich echt gut. Mir gefällt's. Das Auto fährt sich echt gut. Man muss sich dran gewöhnen. Man muss bedenken, dass wenn ich drifte, dann schert er schon ein bisschen aus. Aber das habe ich einigermaßen unter Kontrolle gehabt. Den würde ich weiter nutzen. Und weiter empfehlen vor allen Dingen. Ja, jetzt haben wir die Tür. Und 40 HW-Münzen. Gut. So, 2 Minuten 3. Das ist eine ganz schön lange Strecke. Gilt es zu schlagen. Ich bin bereit. Und ich glaube, wir probieren ihn einfach nochmal, ne? Von Geschwindigkeit her ist der ja eh super. Deswegen probiere ich es einfach nochmal, ne? Wir sind richtig bad drauf heute mit unserem Bad Car. Zum Thema Richtgeschwindigkeit, was halte ich jetzt davon? Ich persönlich muss es sagen, mir ist es eigentlich egal. Wenn es eine Richtgeschwindigkeit gibt, wenn es eine Geschwindigkeitsbegrenzung in deutschen, auf deutschen Autobahnen mit 130 gibt, wäre es mir eigentlich total wurscht. Dann fahre ich halt nur 130, egal. Ich fahre tatsächlich, wenn ich auf deutschen Autobahnen fahre, mit Richtgeschwindigkeitssituationen, dann fahre ich maximal 180. Weil mehr traue ich mich auch nicht. Meistens eher so 160 und maximal 180. Mehr traue ich mich auch nicht. Also von dem her ist es mir eigentlich egal. So. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es hier eine Abschnittsstrecke. Beziehungsweise, ich habe es halt so interpretiert, weil es hier halt eben 2 Minuten geht. Das heißt, die Strecke ist schon ziemlich groß. Ah, beziehungsweise, wobei, nee, muss ja nicht unbedingt heißen, ne? Abschnittsstrecke. So. Ich denke mal, viel Driften ist hier wichtig, um seinen Boost aufzuladen. Ja, der fährt sich echt gut. Doch. Der fährt sich wirklich gut. Wenn man einigermaßen den Dreh raus hat, fährt er sich echt gut. Ich habe noch nie den Dreh raus, deswegen... Ah, oh, das ist ein Problem. Aber das wird jetzt halt wieder eine große Sache. Wenn ich jetzt hier verkacke... 2 Minuten, ne? 2 Minuten ist halt eine lange Strecke. Immer noch kein Boost, scheiße. Mann, jetzt aber! Ich wollte es gerade sagen, komm mir jetzt endlich mal der Boost... Ich konnte halt nicht driften, es war eine gerade Strecke. Wo soll ich da driften, um den Boost aufzuladen? Und, ah, nein. Huh. Ich glaube, die bin ich schon mal gefahren. Ja, das war da, wo ich lustig durch die Luft geflogen bin. So richtig schön lustig. Hahaha. Was war wirklich die Strecke? Ich kann mich noch dran erinnern. Das wollte ich in Zeitlupe sehen. Könnt ihr euch noch dran erinnern? So, aktuell. Ich weiß nicht, wie es... Was ich für einen Schnitt habe. Aber, ja, es könnte knapp werden. Ich bin ja schon sehr oft an die Wand gebumst. Deswegen könnte es sehr, sehr knapp werden. Aber First Try wäre natürlich richtig geil, ne? Wie gerade eben. War ja auch First Try, okay? Müssen wir zugute halten. Ey, das schaffe ich sogar tatsächlich. Ja, geil! Es war die Bestzeit sogar... Fast sogar die Bestzeit. Hat nicht viel gefehlt. Gerade mal 2 Sekunden drüber. Ey, Alter, wie cool. Ich komme ja richtig gut in Fahrt bei diesem Spiel. Das ist mein neues Lieblingsauto. Da funktioniert alles. Da darf ich jetzt keinen einzigen Fehler machen. Das ist eine Glückssträhne. Und was kriege ich dafür? Bin ich schon wieder am Ende? Das ist schon wieder eine Belohnung. Neues Auto. Ein Dino-Auto. Cool. Ein Dino, ein Motosaurus, den testen wir auch nochmal. Aber was ist denn jetzt hier? Hier ist Feierabend? Hier ist Feierabend? Irgendwo muss ich jetzt weiterkommen, oder nicht? Hier ist auch durch? Hab ich schon wieder vergessen, dass es... Ah, da geht's noch weiter. Ah, okay, Entschuldigung, hier geht's weiter. Nee, das ist ein Geheimnis.
Nee, geht's nicht. Okay, also da geht's nicht weiter. Hier ist ein Geheimnis, da geht's nicht weiter. Hier ist ein Geheimnis, es geht nicht weiter. Da ist vorbei. Okay, hier ist auch vorbei. Wieso geht's nicht weiter? Wir machen mal kurz unsere Kiste auf, okay? Leider geldtechnisch reicht's nicht, um eine weitere Kiste zu kaufen. Ups, nein, dahin. Aber wir machen zumindest mal eine auf. Komm, 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 was richtig selten ist. Komm, endlich mal. Gewöhnlich. Was, ein Müllauto? Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes Müll gezogen. Der hat nix. Der hat keine Geschwindigkeit. Der hat keine Beschleunigung. Der hat nur einen Handling und super Bremskraft. Was ist das für ein Scheiß? Oh Gott, mit dem will ich Zeitrennen machen. Oh Gott, ich freue mich schon auf den, darauf, mit dem zu fahren. Ich freue mich schon mega drauf. Ey, der ist ja mega krank. Müllauto. Aber ganz ehrlich, wie geht's jetzt weiter? Wartet mal. Man kann ja hier rauszoomen. Das mache ich jetzt einfach mal, damit wir es ein bisschen größer sehen können. Dann seht ihr auch die Karte mal ein bisschen intensiver. Tatsächlich, ich komme hier nicht weiter. Ich weiß nicht wie. Das letzte Mal habe ich mich ja vertan. Da habe ich gedacht, ich käme nicht weiter. Aber jetzt komme ich wirklich nicht weiter. Hier ist ein Geheimnis. Ihr seht schon, das A ist ausgegraut. Das heißt, ich kann hier wirklich nicht aktivieren. Ich weiß nicht, was es mit dem Geheimnis auf sich hat. Vielleicht muss ich wirklich überall die doppelte Ding hier, die zu schlagende Zeit hier mit 1 Minute 8. Vielleicht muss ich das wirklich überall machen. Oder hier auch da den ersten Platz schaffen, anstatt einfach nur aufs Treppchen zu kommen. Aber fände ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen krank, wenn sie das von einem erwarten. Weil das kann eine Weile dauern. Und ich meine, es gibt noch vieles hier zu erledigen. Also tatsächlich sind wir an einem Punkt angekommen. Mit einem Sonderauftrag von Bands of Steel. Oder muss ich da gewisse Autos freischalten? Top-Geheimnis. Ich kann es nicht aktivieren, es geht nicht. Das geht auch nicht. Da kann man zwar sehen, was man tun kann, aber, oder was man bekommt, teilweise, aber ich kann es nicht aktivieren. Also das ist wirklich so, ich habe Pech. Okay, dann wird es heute ein etwas kürzerer Part. Ich dachte immer so 15 bis 20 Minuten normalerweise um den Dreh rum. Hier, das irritiert mich so ein bisschen. Die lila Brücke. Ich weiß nicht, wieso. Ob die was aussagt? Ich weiß es nicht. Ja gut, ich werde das offscreen auf jeden Fall mal weiter versuchen. Bringt nichts, ein Video zu machen. Da, ich werde euch einfach das nächste Mal, wenn ich es rausgefunden haben sollte, werde ich euch das nächste Mal eigentlich einfach sagen, wie es hier weitergeht und was ich machen konnte, musste, wie auch immer. Falls ihr es wisst, dürft ihr es mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ist für mich kein Spoiler. Ich muss ja nur wissen, was ich tun muss oder ob ich es schon tun kann, um hier weiterzukommen. Das ist für mich also auf jeden Fall eine wichtige Information, weil sonst stehe ich hier und habe keine Ahnung, was zu tun ist. Falls ihr euch freut, dass weitere Parts dann hoffentlich irgendwann mal kommen, gebt doch bitte eine positive Bewertung und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.